And the Oscar goes to... Das sind die Highlights der diesjährigen Academy Awards. Von Sonntag auf Montag geben sich zum 93. Mal internationale Stars die Klinke in die Hand. Promiflash fasst euch noch einmal die Höhepunkte der Verleihung zusammen. Erstens, die Gewinner. Das Drama Nomadland begeistert die Zuschauer und die Academy. Der Streifen gewinnt den begehrten Goldjungen in der Kategorie Bester Film. Damit nicht genug, denn Nomadland ist der Abräumer des Abends. Frances McDormand wird nämlich zudem als beste Hauptdarstellerin geehrt. Die chinesischstämmige Filmemacherin Chloe Zhao gewinnt in der Kategorie Beste Regie. Und das als zweite Frau überhaupt. Die Auszeichnung für den besten Hauptdarsteller geht an den 83-jährigen Anthony Hopkins für seine Leistung in The Father. Zweitens, besondere Fashion-Momente. Auf dem Red Carpet ist Amanda Seyfried ein echter Hingucker. Der Mamma Mia-Star begeistert in einer opulenten Tüllrobe in verführerischem Rot. Die US-Schauspielerin Regina King bezaubert in einem maßgeschneiderten Louis Vuitton-Kleid, inklusive 62.000 Pailletten. Die Britin Carey Mulligan sorgt in einem ausgestellten Rock und einem knappen Top von Valentino für Staunen. Einen aufsehenerregenden Fashion-Moment beschert der Musiker Questlove. Er schlendert nämlich mit auffälligen Crocs über den roten Teppich. Die The Crown-Darstellerin Emerald Fennell holt ihren Oscar für das beste Originaldrehbuch mit einer süßen Überraschung ab. Die Blondine feiert ihr Schwangerdebüt und setzt ihren Babybauch in einem luftigen floralen Dress in Szene. Drittens, eine emotionale Rede. Der dänische Regisseur Thomas Vinterberg widmet seine Trophäe für den besten internationalen Film seiner verstorbenen Tochter. Die 19-Jährige ist während der Dreharbeiten zu Another Round bei einem Verkehrsunfall verunglückt. Thomas schüttet vor einem Millionenpublikum sein Herz aus. Wir haben den Film dann ihr zu Ehren gedreht. Ida, das ist ein Wunder und du bist ein Teil davon. Vielleicht hattest du irgendwo deine Finger im Spiel, aber das hier ist für dich. Viertens, die großen Aufreger. Die glamouröse Veranstaltung sorgt aber auch für Empörung bei den Fans. Ein Grund? Die wichtigsten Hauptkategorien der Preisverleihung werden in rund 15 Minuten abgespeist. Ich hätte mir wortwörtlich kein enttäuschenderes und glanzloseres Ende für die Oscars vorstellen können. Außerdem empfinden viele Oscar-Liebhaber den In-Memoriam-Clip für verstorbene Hollywood-Größen als lieblos. Damit nicht genug. Dass Anthony Hopkins als bester Hauptdarsteller geehrt wird und nicht der verstorbene Chadwick Boseman stößt einigen Fans sauer auf. Wir sind uns alle einig, dass Chadwick der wahre Gewinner ist, oder? Na, bei so vielen Highlights und der harten Kritik ist klar. Die diesjährige Oscar-Verleihung beschäftigt garantiert nicht nur die Hollywood-Stars, sondern auch die Fans noch einige Tage.